Ja, man sagt's. Naja, okay. Man hat einfach ein Auto und dann macht man Understatement, denke ich mal. Aber hier sehr, an einer wunderschönen, wunderschönen Ausführung in sehr, sehr expliziter Lackierung, dann Schiebedach, was auch sehr selten ist. Also ein wirklich tolles Auto, Lederpolsterung in Rot innen drin, Chrom, Felgen, einfach immer wieder ein tolles Auto zu sehen. Also prima, schönen Dank für den 56 C von 1964, 65, 64. Prima, herzlichen Dank. Ja, auch hier jemand, der aus Essen nicht wegzudenken ist, weil er eben nicht nur zu Hause ist, sondern weil er hier auch die Essen-Ultra-Szene aufgebaut hat, zumindest für seine Marke. Denn er ist der Markenchef von Borgward, Hartmut Logus aus Essen mit seiner wunderschönen Borgward Isabella Cabriolet. Ganz, ganz selten. Die häufigsten waren die Isabellas Limousinen, dann gab es die Isabella Coupé. Hier aber Isabella Cabriolet, hatte der Hartmut Logus auch schon seit vielen Jahren einen 1,5 Liter Motor drin mit 75 PS. Oben liegen Nockenwelle, technischer Leckerbissen. Borgward damals, ja, ihr wisst das alle, war ein berühmter Karossier und auch berühmter Techniker, der leider sich mit seinem großen Werk in Bremen nicht mehr halten konnte, aus verschiedenen Gründen, führte zu weit, aber die Autos waren einfach großartig. Hartmut, schönen Dank für den wunderschönen Borgward Isabella Cabriolet. Toll. Hier einfach ein Traum von einem Auto, ein XK140 Drop, Drophead Coupé. Also Drophead Coupé ist kein Coupé, sondern man konnte das Ding zurückklappen. Drophead Coupé, DHC. Genau, ein wunderschönes Auto in einer originalen englischen Ausführung. British Racing Green, Chromspeichenfelgen. Der berühmte XK140, der Nachfolger von 120er, aber auch in dieser eleganten Karosserieführung. Ganz, ganz wunderschön. Also ein traumhaft schönes Auto in einer tollen Ausstattung. Also immer wieder für mich ein Begeisterungssturm. Man sehen kann, was man aus so einem Auto dann letztendlich für eine Ausstattung machen kann. Innen drin mit der Holz, mit der Wurzelnuss-Ausstattung. Selbst die Verdeckstreben sind mit Wurzelnuss-Holz. Also einfach ein Auto, in das man sich verlieben kann. Prima. So, ja, auch hier wiederum ein wunderschöner Rolls-Royce. Eigentlich war ein anderes Auto angekündigt, der Mercedes, der ist ja zu Hause geblieben. Ja. Hm. Oh. Naja, okay. Ja, ja, okay. Also es war ein anderes Auto gemeldet unter der Startnummer, hier aber jetzt ein wunderschöner großer Rolls-Royce, Cabriolet, tolles Auto und als Ersatz für einen Mercedes, der leider jetzt heute nicht zum Start gefahren gekommen ist, darüber aber hier trotzdem ein Auto, das man auch gar nicht satt sehen kann, weil er so elegant und schick aussieht. Also prima, schönen Dank, weiter geht's. Ja, jetzt kommt noch eine ganze Stall voll weiteren Autos. Ja, ja. Ja, Herr Dr. Philipp mit Ihrem wunderschönen 190er Mercedes ist ein wirklich sehr original, 200er sogar, aber trotzdem hatte die Originalausstattung innen drin. Jaguar Land Rover Center aus Essen kommt. Stimmt das? Genau. Wir sind hier ein bisschen heiser, weil wir so viel Spaß haben auf der Rallye. Die, die waren traumhaft. Danke, Claudio. Das war super. Sogar das super Wetter. Der Wagen war perfekt. Der hat super durchgehalten. Wir hatten viel Platz. In einer Staatskarosse. Das Auto von Queen Mum ist halt eins der schönsten. 5,70 Meter Länge, unwesentliche 163 PS, die 3 Tonnen zum Wegen haben, das geht nicht schnell. Aber das Auto stammt aus der Firma, die auch jetzt in dem Programmheft auch näher erläutert worden ist. Die Firma in der Ringstraße hier in Essen, die jetzt seit einiger Zeit hier dort aktiv ist und speziell Jaguar- und Land Rover-Fahrzeuge betreut, auch restauriert und auch natürlich verkauft. Und die Spezialisten, die das Auto jetzt hier fahren, einer davon ist hier,
und er freut sich, wenn Sie mal sich dort mal einfinden. Die Autos, die dort angeboten werden im Programm, sind welche auch ausgestellt oder zumindest genannt worden. Traumhaftes Unternehmen, sehr schön, aber das Auto selbst, unabhängig davon von Ihrem Unternehmen, ebenfalls von einer Karosserienlinie, traumhaft schön. Man sagt Queen Mum, bisschen tot. Queen Mum hätte das Auto früher mal sehr gerne gefahren. Die Standarte natürlich perfekt, Tour de Rue. Startnummer 135, also herzlich bedankt. Und hier immer wieder der berühmte Porsche 911 Targa. Traumhaft schönes Auto in dieser Farbgebung, die damals aktuell war. Hat der Farbton einen Namen? Ach nein, Daphne Grün. Daphne Grün. Ein wirklich tolles Auto ist es, ein FT, ja? Also ein Ölklappenmodell, also ein wunderschönes Auto, an dem Porsche, sehr original. Auch schon, glaube ich, mehrere Jahre dabei gewesen mit dem Auto, finde ich toll. Zwölfmal mit dem Porsche Targa, also auch hier mal einen kleinen Applaus für den Teilnehmer aus Essen mit diesem wunderschönen Porsche in Daphne Grün. Ja, ein ganz originaler 28, also er macht ein bisschen Geräusche, wahrscheinlich kommt das aber irgendwo vom Ventilator oder sowas, denn der Motor ist normalerweise unkaputtbar. 3,3 Liter 40 PS ist für die Ewigkeit gebaut. Aber ganz offen, also schön, dass ihr dabei seid. Hat es euch gefallen bei der Kälte?